Man sagt, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Fast jeder ist rein körperlich dazu in der Lage, den Nord-Süd-Trail komplett an einem Stück zu laufen. Die meisten Gründe, warum Wanderer abbrechen, haben damit zu tun, dass sie einfach nicht entschlossen genug sind. Nicht der Körper, sondern der Wille ist das Problem. Nur wer den absoluten Willen hat, diese Reise bis zum Ende zu gehen, wird die Wege, die zum Ziel führen, am Ende auch finden. Stars that shine the way for me, show the one that I have followed, to see how far I've come. The sun that slowly sets on me, be the same to rise tomorrow, to see how far I've come. The only point of clocks and maps, the only point of looking back, is to see how far we've come. The sun that slowly sets on me, be the same to rise tomorrow, to see how far I've come. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Hier auf dem Sportplatz von Morscheid habe ich mein Nachtlager heute errichtet. Hier steht so eine schöne Grillhütte. Es hätte eigentlich gewittern sollen die Nacht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schlafe hier so unter dem Vordach. Dann wäre ich trocken geblieben, aber es ist irgendwie kein Tröpfchen gefallen. Habe also irgendwie Glück gehabt. Da in der Ecke habe ich mich verkrümelt. Kein Problem, sonst hätte ich mein Zelt vielleicht da hinten irgendwo auf der Wiese aufgebaut. Ja, ich richte jetzt alles so wieder her, wie ich es vorgefunden habe. Und dann mache ich mich auf den Weg zur höchsten Erhebung in Rheinland-Pfalz. Ich bin gespannt. Regel Nummer 10. Ein Sprichwort sagt, ein Fernwanderweg gibt dir nicht das, was du suchst, sondern das, was du brauchst. Gesucht habe ich an jenen Tagen wieder die Einsamkeit, die Akzeptanz, wieder alleine mit mir zu sein. Gebraucht habe ich allerdings Gesellschaft. Nur erkannt habe ich dieses nicht. Nachdem ich mit dem Erbeskopf den höchsten Berg in Rheinland-Pfalz erreicht hatte, ging es nun zum zweiten Gipfel dieses Tages und in ein neues Bundesland. So, meine Lieben, hier wieder mal ein schöner alter Grenzstein. Und diesmal hat er auch wirklich was zu bedeuten. Und zwar betrete ich hiermit das 7. Bundesland Saarland. Das 6. habe ich noch nicht fertig, also nach Rheinland-Pfalz werde ich auf jeden Fall zurückkehren. Aber
Das siebte Bundesland mache ich jetzt fertig. Ja, ich war noch nie im Saarland. Ich freue mich. Noch nie hier gewandert. Bis jetzt zum Saar-Hunsrück-Steig. Top. Also wirklich ein Top-Trail. Gar keine Frage. Ja, der Dollberg, meine Lieben. Mit 695 Meter die höchste Erhebung im Saarland. Ja, und wie schon auf dem Langenberg in Nordrhein-Westfalen gibt es hier ringsherum wirklich überhaupt nichts zu sehen. Schade eigentlich. Eine schöne Aussicht, das wäre es jetzt noch gewesen. Tja, nicht so dolle. Ja, das war bereits der zweite Gipfel an diesem Tag. Die fallen heute wie die Fliegen nur. Sensationell. Ja, meine lieben Freunde, das ist ja der Hunnenwall. Spektakulär. Das haben also wirklich die Hunnen damals aufgeschüttet. Ziemlich, was soll ich das so sagen? Aber schaut mal, was ich in der Hand habe. Einen Eiskaffee. Jetzt werdet ihr euch wieder fragen, was ist das wieder für eine Scheiße? Und die Auflösung kommt jetzt. Es ist mir nicht jemand hier. Und zwar, die Prominenz ist eingetroffen. Der Matthias Dittgen vom Kanal Outdoor Buddy besucht mich. Ich freue mich total. Schön, dass du hier bist, Junge. Und wie geht es dir? Wunderbar. Kommt vorbei. Bewundert das schöne Saarland. Ja, bewundert. Das schönste Bundesland der Welt. Bewundert die Steine. Ja. Nein, super Überraschung. Ich freue mich wirklich total. Und wir machen es heute noch nett. Du bleibst noch ein paar Stündchen oder was, ne? Ja, wir kochen was zusammen. Super. Abendessen geht auf mich. Super. Ja, das hört man gerne. Gut. There's a new day. It is waiting for us. There's a new day. Waiting. Ja, meine Freunde, unfassbar. Ich habe für heute Feierabend gemacht und bin hier ein bisschen runter vom Saar-Hunsrück-Steig in Otzenhausen auf einem Privatgelände. Und da führe ich euch jetzt mal rum. Also unfassbar, manchmal kommt man von Höcksken auf Stöcksken. Und ich hatte gestern mal mit dem Mattes telefoniert, mit dem Outdoor-Buddy. Und er sagte, Mensch, ich kenne da einen, das könntest du morgen erreichen, das sind nur 30 Kilometer. Und da könntest du vielleicht auf dem Privatgrundstück zelten. Das hat auch alles geklappt. Dann habe ich mich heute hier mit dem Mattes getroffen. Und ja, dann führt er uns hier durch das Grundstück. Also super klasse. Ich könnte eigentlich hier schon überall, wenn ich wollte, mein Zelt aufbauen. Ja, unfassbares Gelände eigentlich. Also manchmal hat man so ein Glück. Man ahnt nichts, weiß auch nicht genau, wo man schlafen soll. Und dann endet der Tag so. Wahnsinn. Ja, und der Matthias, der macht natürlich das, was er immer macht. Er kocht. Dafür ist er bekannt, beliebt, gefürchtet. Und was gibt es denn heute? Hier Pasta, Spaghetti mit Thunfisch. Ah, oh, geil. Also Trail Food Standard. Einmal viel und zwei Alkohol. Hab's heute gelernt. Ja, perfekt. Auf dich, auf den NST. Jo, hoffen wir mal, dass das alles sich noch zum Gute neigt. Im Augenblick habe ich ja so einen kleinen Hänger, aber sollte ich es schaffen bis zum Ende, hast du auch einen Teil dazu beigetragen. Wie alle Gäste auf jeden Fall. Also nochmal, schön, dass du da bist. Zum Wohl. Natürlich mit Zwiebeln und Knoblauch angebraten. Und dann wird gefuttert. So, Mathis. Ciao. Vielen Dank für alles, für das leckere Essen, für generell die Begleitung und für die Connection hier. Für meine Freude. Schlafplatz, das werde ich heute richtig genießen. Ja, und ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen auf dem NST, dass du ein paar Kilometer mitläufst. Auf jeden Fall.
Na? Gemein. Dann bist du auch ein paar Meter auf dem legendären NST gelaufen. Bin ich heute schon. Eigentlich ja. Ja, tatsächlich nur ein paar Meter. Ja, vielen Dank. Ja, ich helfe dir jetzt noch ein bisschen tragen, ne, zum Auto und dann mache ich hier schön Halligalli noch in der Bude. Ja. Mallorca-Party. Auf jeden Fall. Ich habe noch ein Bier, da geht es ordentlich an. Ja. Alles klar. Wir sehen uns. Ciao. Das Saarland begrüßte mich also mit Regen. Aber vielleicht braucht es einfach ein wenig Regen, um wieder die Sonne und die Schönheit der Natur genießen zu können. Der Wandertag endete auf der Grimburg. Was für ein unfassbar schöner Ort. Ganz für mich alleine genoss ich wieder die Stille, die Ruhe. Ich schlenderte noch ein Weilchen umher und genoss in der Stille die Abendsonne. Und ja, plötzlich war es wieder da. Das Feuer, die Leidenschaft. Ich hatte mit der Situation, wieder alleine zu sein, meinen Frieden geschlossen. Aber wie heißt es doch so schön? Erstens, es kommt immer anders und zweitens, als man denkt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe hier an einem spektakulären Spot geschlafen, also kann ich jedem nur empfehlen, 1A, das ist die Grimburg. Leider kann man zurzeit auf diesem Turm nicht hoch, ist ein bisschen blöd, aber wunderschön, hinten raus haben die einen geilen Campspot, wo man sich vorher anmelden muss und dann kann man schön sein Zelt aufschlagen. Es gibt hier eine Dusche, WC, Wasser, alles, was man braucht, also wirklich ein 1A-Spot. Jeder, der den NST läuft, sollte auf jeden Fall hier nächtigen. Ja, Überraschung, ich habe Begleitung bekommen. Die Aline wird mich jetzt die nächsten Tage begleiten mit noch einer Begleitung. Also ich freue mich, war eine Überraschung und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal los und dann schauen wir mal,
was der Tag so bringt. Eigentlich besuchte mich Eileen für einen für mich sehr ungünstigen Zeitpunkt. Gerade, wo ich mich wieder damit abgefunden hatte, alleine unterwegs zu sein. Aber hey, das ist der Trail. Das ist ein Thru-Hike. Und alles kann passieren. Schon nach den ersten paar Minuten stellten wir fest, dass wir uns gut verstehen würden. Was allerdings nicht für ihren Hund galt. Der mochte mich nur, wenn ich gerade zufällig ein Stück Wurst in der Hand hielt. Thumbs up, so ihr Trailname, war eine erfahrene Fernwanderin, die schon den 3000 Kilometer langen Te Aroha in Neuseeland gelaufen ist. Also flogen die nächsten Wandertage nur so dahin. Gesprächsthemen gab es ja genug. Ausrüstung, Essen und die immer gleichen Nöte, Ängste und Freuden auf einem Fernwanderweg. So, wir machen Schluss für heute und haben uns hier für einen Campingplatz entschieden. Ja, das Zelt ist wirklich mal sehr interessant. Und zwar ist das hier ein Tarp-Tent, auch aus Cuban Fiber. Offiziell ein Zweimann-Zelt, auch ein doppelwandiges System, ne? Ja. Sieht sehr abgefahren aus von der Konstruktion her. Aber das nenne ich mal ein Palast auf jeden Fall. Na gut, der Hund muss noch da rennen, ne? Nein, der Hund, der kriegt ja tatsächlich seinen eigenen Palast. Die Apsil, die ist halt so mega groß. Ja. Da kriegt er jetzt sein eigenes kleines Netz quasi rein. Und Wahnsinn. Dann hat er hier seinen eigenen Palast. Hör mal, Junge, du hast ein Glück. Nee, super, sieht klasse aus. Das gibt's auch mit nur Mesh. Ah. When we were younger, you started all the look you gave. Spread over and over among us. When we were younger. When we were younger. I had in mind to keep an eye on you. Watch you fill the room without a whisper. When we were younger. I held my breath and like it was my last one. But you stayed there right in front of us. You stayed there right in front of us. When we were younger, we'd sit around to see your point of view. Watch you give an inch and take the moment there. When we were younger, and still I held my breath and like it was my last one. But you stayed it right in front of us. You stayed it right in front of us. Schöne Pfade, herrlichstes Wetter und eine nette Begleitung. Ja, das Saarland meinte es wirklich gut mit mir. Am späten Nachmittag bekamen wir noch Besuch von Marco und Sarah vom YouTube-Kanal Strauß Wanderlust. Zwei absolute Saarländer-Originale. Also versuchte ich, armer Rheinländer, bei unserem gemeinsamen Abendessen verzweifelt dem einheimischen Babbele der drei zu folgen. Ja, meine Lieben, kennt ihr diesen jungen Herrn? Ihr kennt ihn bereits. Der Marco vom Kanal Strauß Wanderlust und seine bezaubernde Begleitung, die Sarah.
Wir sitzen hier in was für ein Brauhaus ist das hier genau? Hochwälder Brauhaus. Irgendein Brauhaus in Lohmann. Am Hofheimer Stausee. Ja, so sieht's aus. Und das hier ist was typisch Saarländisches, richtig? Oder war es? Der Gefilde. Der Gefilde. Also ihr seht schon, Leute, uns geht es gut. Ne? Wir lassen es noch ein bisschen krachen hier. Und schön, dass ihr da seid, dass ich euch mal kennengelernt habe. Da hinten sitzt er, auf der Schattenbank. Servus. Hallo. Das ist der eigene Wachdog. Genau, heute Abend wird nichts passieren. Ja, nach einem kleinen Plausch geht es jetzt los zur Saarschleife. Da ist Jalin mit dem, wie heißt er, ist sie? Tito. Tito? Ja. Tito. Tito, der Tito und der Soulboy. Hallo. Da bin ich wieder. Ihr kennt mich, aus Funk und Fernsehen bekannt. Meine lieben Pinguine, ja, wir gehen auch schon hier wie Pinguine hier. Und wie ihr sehen könnt, die Prominenz ist wieder eingetroffen. Und zwar Matthias Dittgen, der Outdoor-Buddy. Der Rucksack sieht zwar nicht schwer aus, ist aber schwer. Und heute wird groß aufgegrillt, oder? Jo. Saarländische Spezialitäten. Ich freue mich riesig. Nicht nur, dass du da bist, sondern... Und noch eine mehr. Und noch einen Druck. Sehr gut. Ja, super klasse. Also wir gehen jetzt hoch zur Klöf, was immer das auch ist. Also zur Saarschleife auf Deutsch, glaube ich. Kurz davor nächtigen wir und wollen dann morgen einen schönen Sonnenaufgang an der Saarschleife erleben. So, meine Freunde, schaut euch mal diesen abendlichen Ausblick an von der kleinen Klöf, so heißt dieser Aussichtspunkt. Und ja, es ist traumhaft hier. Und hier ist halt eine Grillstelle und eine Hütte, wo wir heute nächtigen werden. Und der Chefkoch hier, der hat eben schon, habt ihr ja gesehen, ganz groß aufgekocht. Drei verschiedene Würstchen und es gab Baguettes. Vier. Es gab Baguettes, das alles mitgebracht. Wir haben jetzt noch ein paar Bierchen und hier die Bank für uns. Ja. Ne, wir trinken uns noch ein Bierchen, machen ein bisschen Verzell, ne, und dann gehen wir da hinten in diese Hütte und das wird unser Nachtlager sein. Und dann hoffen wir, morgen früh einen schönen Sonnenaufgang auf der Saarschleife zu erleben. Mosischer.
Solva hat hier sein erprobtes Nachtlager. Das Gewinner der Tour auf jeden Fall, ja, finde ich, dieses Netzzelt-Shelter von Six Moon Design. Kann ich hier schön an so einer Wäscheleine aufhängen. Das ist eigentlich für dieses Poncho-Zelt gemacht, ne? Genau, für das Gatewood Cape. Gatewood Cape, ja, das hatte ich mal angehabt. Das fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Ja. Ich spanne es halt in das Tarp von Simpex. Passt auch wunderbar. Aber kann man auch solo aufbauen mit einem Trekkingstock. Ist ja eine Vorrichtung für. Also modularer Einsatz. Also ich bin super zufrieden. Jetzt kann ich mich einfach so hier hinknallen. Heiße Nacht. Wunderbar. Meine lieben Freunde, an dieser obskuren Kreuzung trennen sich unsere Wege. Die Trail Family, würde ich mal sagen, bricht auseinander. Schade, hat viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche Thumbs Up, dein neuer Name, Trail-Name. Dir wünsche ich viel Spaß auf deinen weiteren Wegen. Alles Gute, alles Liebe. Toll, dass du mich besucht hast. War eine nette Tour. Auf jeden Fall. Dankeschön. Weiterhin viel, viel, viel Erfolg und Spaß vor allem. Ja. Hike your own hike. Genau. Ich versuche es. Und vielleicht trifft man sich ja mal wieder auf irgendeiner Burg. Ganz bestimmt. So, und der gute Outdoor Buddy, auch an dieser Stelle erst nochmal vielen Dank für alles, für die Würstchen, für wieder die hervorragende Bewirtung, für die Tour generell. Das ist und, gut. Ne? War zu dick. Also wir gehen da runter, du gehst da runter. Ja. Mach das gut. Ja, einen wunderschönen Montagmorgen, ihr Lieben. Ja, mich erwartet definitiv wahrscheinlich die
heißeste Woche des ganzen Jahres. Es sind Temperaturen angekündigt von 35, 37 Grad. Also das wird auf jeden Fall, ja, wie sagt man so schön in der Formel 1, eine Herausforderung für Mensch und Material. Ich versuche langsam zu gehen, mein Tempo zu gehen und ja, mal gucken, was passiert. Nach zwei entspannten Zero Days durchquerte ich jetzt ein Gebiet, das als das Sankt-Wendler Land bekannt ist. Die Landschaft war das krasse Gegenteil zum Hunsrück, der nur ein paar Kilometer nördlich verlief. Das Sankt-Wendler Land war sehr flach und angenehm zu laufen, viele sanfte Hügel und Felder. Dieser Abschnitt hat mir im Nachhinein sehr viel Kraft zurückgegeben. Und was haben wir da? 2300 Kilometer auf dem NST. Der blanke Wahnsinn. Denn ihr wisst, was das heißt. Bei der nächsten 100 Kilometer Marke sind es keine 1000 Kilometer mehr. Unfassbar. Ich peile heute mal bei der Hitze einen Campingplatz an. Es ist schon ja, nach 3 Uhr durch. Ich habe aber schon 21 Kilometer gelaufen bei der brüllenden Hitze. Bin also super vorangekommen und ja, dann peile ich den Campingplatz an. Habe ich noch eine Dusche und morgen will ich dann mal etwas früher los. Mal schauen, ob das alles so klappt. Ah. Nicht nur, dass der heutige Tag einer der heißesten auf dem NST war, auch der Campingplatz Weierweilers Mühle entpuppte sich als totaler Flop. Nach einem Telefonat wurde ich kurzerhand wieder weggeschickt. So etwas ist mir auf einem Campingplatz noch nie passiert und ist eigentlich auch ein No-Go. Meine Stimmung war dementsprechend explosiv. Ich war verschwitzt. 5 Kilometer Umweg vollkommen umsonst. Was für ein Mist würde heute sonst noch passieren? Zu allem Überfluss sendete mir mein lieber Arbeitskollege noch ein Foto von seinem neuen Pool. Na super. Regel Nummer 11. The Trail provides. Der Trail kümmert sich um dich. Er beschützt und versorgt dich. Jeder Thru-Hiker kennt diesen Moment, wo man mit dem Schicksal hadert und keinen Ausweg mehr sieht. Dann plötzlich passiert genau das, was man am nötigsten braucht, von ganz allein. The Trail provides. Mein Dank geht an Michael und seiner ganzen Familie für ihre Gastfreundschaft und diesen zauberhaften Abend. Bis heute habe ich den Namen dieser kleinen Ortschaft nicht vergessen. Nooswendel.
sorry I've shown you my dark when all I want is the light. I guess I can't help what I feel or how I think about life. Why does a bluebird fly? Es ist verrückt, wenn ich heute gefragt werde, was für mich der schönste Ort auf dem NST war, antworte ich meistens irgendwo auf dem Rheinsteig oder die Alpen. Aber in Wirklichkeit war es dieser Ort. Ein Windpark irgendwo auf dem Buberg. Was hat mich so verzaubert? Was ist so besonders an diesem Ort? Die Einsamkeit? Die Weite der Landschaft? Die Melancholie? Ich war in diesem Moment einfach glücklich, schwerelos und fühlte mich frei. Ein weises Sprichwort sagt, die Zeit ist wie der Wind. Sie trägt die leichten Dinge fort und lässt die schwerwiegenden zurück. Die leichten Dinge waren an diesen Tagen meine Wanderung, die Zufriedenheit, die Leichtigkeit des Seins. Die Windräder erinnerten mich an die schwerwiegenden Dinge. Ich mag Windräder. Sie stehen für eine Zeitenwende, die meiner Meinung nach leider viel zu spät kommt. Immer wenn ich Windräder sehe, sage ich zu mir selbst, wir haben es wenigstens versucht. Inzwischen hatte ich das schöne Saarland wieder verlassen und wanderte erneut ein Stück durch Rheinland-Pfalz. Schleichend, fast unbemerkt, erreichte ich die 2400 Kilometer-Marke. Schlagartig wurde mir klar, dass ab hier keine 1000 Kilometer mehr vor mir liegen. Was für ein unfassbarer Augenblick. Dies war mein letzter Tag auf der Westtangente, die zugleich auch der längste unmarkierte Abschnitt auf dem NST war.
Aber schon hier wurde mir klar, dass ich diesen Streckenabschnitt ändern musste. Es waren einfach zu viel Straßen, Asphalt und Schotterwege. Und so stand ich nur ein Jahr später wieder an meinem Lieblingsplatz, auf dem Buberg, und wanderte mit alten Weggefährten eine neue, interessantere Route für den NST ab. Es ging auf dem Waldeswanderweg und dem Pfälzer Höhenweg zum legendären Adlerbogen auf dem Donnersberg. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Film. Heute erreichte ich Grünstadt. Meine Vorfreude stieg ins Unermessliche. Nein, nicht wegen dem Hotel, der Dusche oder einer leckeren Mahlzeit. Nein, viel, viel besser. Heute würde ich Hiking Machine wiedersehen. Aber nicht nur das. Die Liebe würde mich den gesamten Pfälzer Weinsteig begleiten. Was für eine Freude. Kein Weg ist so lang. Nicht einmal der Nord-Süd-Trail, wenn man ihn zusammengeht. You.